Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die ehemalige Sowjetrepublik 1991 zur unabhängigen Republik Moldawien, einem Binnenland in der Nähe des Schwarzen Meers. Moldawien grenzt im Westen an Rumänien, im Osten und Süden an die Ukraine. Chișinău, die Hauptstadt von Moldawien mit 700.000 Einwohnern, ist Wirtschafts-, Industrie- und Kulturzentrum und Sitz der wichtigsten Universität des Landes. Stefan Cel Mare war einer der bedeutendsten Herrscher der Vorläuferstaaten des heutigen Moldawien, einem Land mit reicher Vergangenheit, aber fragwürdiger Zukunft. Auf einem Staatsgebiet von 34.000 Quadratkilometern leben heute ca. 3,5 Millionen Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Wir haben sie als freundliche, zuverlässige und verlässliche Menschen kennengelernt, die auch tanzen und lachen können, obwohl es in Moldawien an vielem fehlt. Moldawien ist ein fruchtbares Land, das von sanften Hügeln und Tälern und den beiden wichtigsten Flüssen Nister und Prut durchzogen ist. Es lebt vor allem von der Landwirtschaft und der damit verbundenen Industrie. Die idealen klimatischen und geologischen Voraussetzungen begünstigen den Weinbau mit seiner jahrhundertealten Tradition. Moldawien ist das Armenhaus Europas mit einem Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukt von nur 1720 Franken gegenüber 81.000 Franken in der Schweiz. Viele Dörfer in Moldawien sehen aus, als ob die Zeit stillgestanden wäre. Was wie eine Idylle aussieht, ist oft bitterste Armut. Moldawien ist auch geprägt durch eine reiche Religionsgeschichte. Seit der Perestroika wurden viele Kirchen und Klöster wieder eröffnet. 95% der Bevölkerung gehören der moldawisch-orthodoxen oder der russisch-orthodoxen Kirche an. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist das 1675 gegründete Höhlenkloster von Orcheiul Vechi, das in einer traumhaften, archaischen Landschaft, eingebettet in eine Schlaufe des Flusses Raud, liegt. Thank you.
Auf unserer ersten Reise 2010 haben wir im Spital Kriuleni, das 35 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Chisinau liegt, trostlose Verhältnisse angetroffen, die uns tief bewegt haben. Der Spitaleingangsbereich war nicht überdacht. Die Patienten mussten unter freiem Himmel bei Wind und Wetter aus der Ambulanz ausgeladen werden. Im Operationstrakt waren bauliche Infrastruktur und technische Ausrüstung veraltet. Die Voraussetzungen für eine hygienisch befriedigende medizinische Versorgung waren nicht mehr gegeben. Die Röntgenausrüstung inklusive Bildentwicklung war kaum mehr funktionstüchtig, lieferte Bilder schlechter Qualität und war mit einer großen Strahlenbelastung für alle Beteiligten verbunden. Die Wäscherei fanden wir in einem miserablen Zustand vor, mit großenteils nicht mehr funktionierenden Geräten, was eine hygienisch korrekte Aufarbeitung der Wäsche verunmöglichte. Die Spitalgänge waren düster und bedrückend, die Betten uralt, in desolatem Zustand und für Patienten und Pflegepersonal kaum mehr zumutbar. So haben wir uns dazu entschlossen, für das Spital Kriuleni ein Hilfsprojekt zu starten mit dem Ziel, eine rasche, pragmatische und nachhaltige medizinische Grundversorgung für die darauf basierende Bevölkerung von 120.000 Menschen aufzubauen und sicherzustellen. Kernelemente des Projektes sind die Realisierung von wichtigen baulichen Maßnahmen, die Lieferung von medizinischer Ausrüstung, die Vermittlung von medizinischem Know-how sowie die Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Pflegefachpersonen. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die in den ersten 5 Jahren des Projektes erzielten Fortschritte. Der Operationstrakt wurde umfassend saniert und mit der notwendigen technischen und operativen Infrastruktur sowie insbesondere einer modernen, leistungsfähigen Sterilisationsanlage ausgerüstet.
Es stehen nun zwei Operationssäle mit den notwendigen Nebenräumen für die chirurgische Tätigkeit zur Verfügung. Wir haben die Laparoskopie im Spital Criuleni eingeführt, eine heute bei uns nicht mehr wegzudenkende, schonende Operationstechnik. Voraussetzung dazu war die Beschaffung der notwendigen technischen Ausrüstung, dann aber insbesondere auch die Vermittlung der für die erfolgversprechende Anwendung erforderlichen Ausbildung. Die Bettenstationen wurden renoviert und mit gebrauchten, aber noch einwandfreien Betten aus der Schweiz ausgerüstet. Die Räume sind nun hell und die Ausrüstung einfach, aber zweckmäßig. Auf Luxus wollten wir bewusst verzichten. Die neue Wäscherei stellt eine Grundvoraussetzung für ein heutigen Anforderungen genügendes Hygiene- und Sterilitätskonzept dar. Neben baulichen Maßnahmen waren die Beschaffung neuer Geräte und die Erneuerung der Verbindungsstraße zum Spital wesentliche Meilensteine dieses Teilprojektes. Die neue konventionelle Röntgenanlage ermöglicht nun eine qualitativ hochstehende Röntgendiagnostik mit moderner Bildverarbeitung und Speicherung, die insbesondere auch heutigen Strahlenschutzerfordernissen für Patienten und Fachpersonal Rechnung trägt. Auch in diesem Bereich ist die permanente Aus- und Weiterbildung sehr wesentlich. Aufgerüstete Augendiagnostik schließt eine wichtige Lücke im Versorgungskonzept des Spitals und kommt insbesondere auch den Kindern zugute. Der Einbau eines Liftes für Patienten- und Materialtransporte bedeutet eine sehr große Entlastung für das Pflegepersonal. Gleichzeitig wurden der Eingangsbereich des Spitals überdacht und der Empfang neu gestaltet, was nun auch die administrativen Abläufe erleichtert. Es wurden auch neue Möglichkeiten geschaffen, sich im Freien aufzuhalten, was einen wichtigen Beitrag an die Genesung
und das Wohlbefinden der wenig verwöhnten Patientinnen und Patienten leistet. Permanente Aus- und Weiterbildung sind neben Infrastruktur und Ausrüstung unverzichtbare Erfolgsfaktoren für die Verbesserung der medizinischen Versorgungsqualität. So erhalten die sehr motivierten Pflegefachpersonen und Ärzte bessere Möglichkeiten zur medizinischen Hilfe und die Gesundheitsversorgung in Triuleni kann sich Schritt für Schritt den europäischen Standards annähern. All diese erzielten Verbesserungen stellen eine wichtige Voraussetzung für eine zeitgemäße medizinische Versorgung der Bevölkerung von Triuleni und Umgebung dar. Gleichzeitig sind sie ein Anreiz für jüngere Pflegefachleute und Ärzte in Moldawien zu bleiben und damit ihrem Land zu dienen. Der nächste große Schritt umfasst die dringend notwendige Sanierung des undichten und ungenügend isolierenden Spitaldachs. Durch die Dacherneuerung, die noch im Jahr 2016 abgeschlossen werden soll, wird es möglich sein, Folgeschäden in den darunterliegenden Räumlichkeiten zu vermeiden.